Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen zum, ich denke, letzten Part von Call of Duty Cold War. Ich weiß es nicht, aber ihr werdet es wissen, wenn es im Titel steht. Die Jagd nach Perseus ist vorbei und hier ist die Endstation. Los geht's. Ah nein, Quatsch. Wir brauchen ja Operation Red Circus. Los geht's. Wenn Vadim Rudnik tot ist, kannst du deine drei ausgewählten Verdächtigen nicht mehr ändern. Ich gehe schwer davon aus. Oh, das ist so gemein. Okay, Woods und Mason übernehmen das Kommando. Offenbar versteckt sich Rudnik in einer abgelegenen Sowjetbasis in den Bergen von Usbekistan. Nicht abgelegen genug. Wir setzen unsere Jungs in der Nähe ab und statten ihm einen Besuch ab. Stürzen wir diesen Perseus-Lakaien zurecht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Könnte auch noch eine Frau dabei sein, aber 1980 laut Internet waren die Wahlen. Und er hatte Angst, die Wahlen zu verlieren. Man sollte sich darum kümmern, dann passt das. Rudnik ist besser in der Basis, wenn wir schon den ganzen Weg hierher sind. Das Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen versteckt. Okay. Wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereits in Zustellung. Wir brauchen nur eine Adresse. Los, markiert den Funkturm für uns. Mason, der Turm ist oben auf dem entfernten Kamm. Moment. Benutzt das Fernglas, Mason. Koordinaten sind unterwegs. Roger, der Scheck ist in der Post. Oh! Jetzt geht er runter und macht Rudnik kalt, bevor er entkommt. Wir haben nicht viel Zeit, den Kerl fertig zu machen. Mason, seil dich ab. Ich gebe dir von hier oben Deckung. Na, das wird lustig. 12 Minuten haben wir, Leute. Halt, ich muss nochmal nachschauen. Ja, gut, haben wir. Ich glaube, das war ein Headshot, wenn ich das richtig gehört habe. Immer mit der Ruhe. Mein Gott. Tut mir leid, Leute. Die Map kenne ich aus dem Multiplayer, wird lustig. Gebäude gesichert. Wird eine Geste. Überraschung. Geh weiter zum nächsten Gebäude. Und fangen wir an.
fangen wir erstmal mit den Wachen oben an. Warum nehme ich nicht die passende Waffe dafür? Wer schießt denn hier? Fangt mal eben. Jetzt gerade hier keiner mehr. Dann müsste es das Gebäude sein. Hier rechts schreien sie auch rum. Überall schreien sie. Guten Tag. Oh, wow, 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 wow. Okay, gut. Mein Gott. Kommen die denn jetzt alle her hier? Ist ja schlimm. Ich werde hier gleich in den Rücken geschossen. Ich sehe es kommen. So Leute, es wird nochmal hässlich. Entschuldigung fürs Ignorieren, hab euch nicht gesehen. Kurz warten, Leute. Wir müssen es uns ja nicht schwerer machen, als es ist, ne? Aber das war unhöflich. Guten Tag. Ich bin hier, um eine Kontrolle durchzuführen und hoffe natürlich, dass sie alle mitwirken. Wow. Ruhe. Ich hab Rotbeck. Wir brauchen eine Abschussbestätigung. Abschuss bestätigt. Sehr schön. Beweisfoto. Vielleicht können wir es Ihnen beim nächsten Mal auch aufmalen. Gute Arbeit. Evakuierungsheli ist unterwegs. Auf geht die Party.
Okay. Werfe rauf! Der Heli brauchte noch ein paar Minuten. Schon Leute, es wird ungemütlich. Da ist der Heli. Bloß weg hier. Boah, mein Gott. Ich hoffe, dass alles richtig war. Ich hoffe es. Wenn nicht, ja dann nicht. Sie verfügbar? Somit haben wir das auch geschafft. Ich denke mal, das war alles richtig. Und starten nun in dieser Folge. Es wird eine lange Folge. Die Endstation-Mission. Los geht's. Ich bin gespannt. So, du stehst kurz davor, Perseus auf Kuba zur Strecke zu bringen und wirst keinen Zugriff mehr auf die Beweistafel haben. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja, ich glaube, wir haben alles erledigt. Nichts leuchtet mehr, wir haben alle Beweise. Ja, komm, los geht's. Ich hoffe es. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Langley glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. So, Leute. Volle Konzentration. Ich bin nervös wie sonst was, ob ich alles richtig gemacht habe. Und wie geil sieht's bitte hier aus? Wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings. Sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Schnell! Wo ist mein Maschinengewehr? Wird ja auch Zeit. Los, los, los! Oh, weia. Nach dir, Bell. Ja, dann. Wie ein beschissenes Uhrwerk. Alle Team,
Teams, aufwärmen! Zum Haupttor vorrücken! Easy! Moin, moin, moin! So geht das! Herrlich! Bam! Haben wir noch einen? Alle Geschütze eliminiert! Also vorrücken, vorrücken! Nicht so unhöflich da in der Ecke! Halt, muss nachladen! In den Nacken, oder auch nicht? Rücke vor! Gib mir Deckung! Lade nach! So, Moment, Moment, Moment. Hier gibt's was Schönes zu mitnehmen. Eine M16. Sie sind in Bewegung. Von hinten! Ich glaube, die MGs haben wir alle. Immer schön zwischen den Zäunen hier ballern. Und wie man gesehen hat, haben sie damit nicht gerechnet. Oh, das gibt's doch nicht. Führen Sie Ihre Männer hinten rum. Verstanden. Auf geht's. Nehmen wir noch AK mit? Ja, komm. Für dein Team rechts herum. Verstanden. Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Scheiß Belohnung. Definitiv. Auf geht's. Edler geht, glaube ich, vor. Nein? Das ist aber rechts. Da links. Scheiße, stimmt. Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer. Findet die Atombombe. Ruhe hier. Wird jetzt nicht mehr diskutiert. Aufpassen. Kontakt. Fuck. Alle noch da? Bell, such nach Minen. Bell, sucht nach... Wow, 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 wow. Aber richtig übler Hinterhalt. Das hat nämlich weh. Gebt mir Deckung! Bewegung! Ich dachte, die komme ich auch noch... Ich dachte, die bekomme ich auch noch ausgewichen, aber keine Chance. Lass mich durch. Ist nicht die genaueste Waffe. Bombe entschärft. Abgesichert wie sonst was hier. Mein Gott. Mann, 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 Mann. Den Typen werden wir auf jeden Fall bekommen. Wow, 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 wow. Da kommt der Typ, das müsst ihr euch durch den Kopf gehen lassen. So ganz gemütlich die Treppe hochgedackelt, bringt mich um und denkt sich dabei nichts.
Sehr gut. Ich glaube, das war's. Nicht? Okay, den Typen habe ich aber auch nicht gesehen hier. Na komm. Oh Mann. Bam. War ein cooler Trick. Hat nur leider überhaupt nicht funktioniert. So, mal die Überwachungsvideos sehen. Habt ihr gerade gesehen? Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Weitersuchen. Da, stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße! Jemand tötet die Wissenschaftler! Wo? Erster Stock, Raum 27B. Erster Stock, mittlerer Raum. Wow. Nach oben, Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Plump. Aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was, Park? Bell, setz das C4 ein. Wo? Bell, setz das C4 ein. Ja, sorry, ich weiß doch nicht wo, Mensch. Adler, wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind klopf, klopf. Festgenagelt. Wir kommen nach. Ich wollte es gerade sagen, komm noch einmal mit deinem Kopf raus, du bist tot. Na kommt, immer her mit euch. Gutes Schusstraining. Die haben wir. Raum gesichert. Geil, ich wollte es ausprobieren, ob es funktioniert. Ja, Raum ist safe. Bitte, sie erschießen uns! Gleich! Bleib weg! Hey, du unhöflicher Typ da oben. Nein! Brauche Deckung! Muss nachladen! Warum sind die alle so unhöflich, hä? Bravo! Rücke vor! Tut mir leid, aber deine Hand hat rausgeguckt, mein Freund. Ich töte sie. Mit ihren eigenen Waffen werden sie getötet. Boah, die neue Maus von mir und die neue Tastatur, Leute. Wir müssen nah dran sein. Ohne Spaß. Geil. Diese hohe Zielgenauigkeit mit der Maus, das ist ein Traum. Hier kommen zwischendurch die Aufnahmen Bewegung von Vietnam. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat. Adler, wir gehen rein. Das war die Tür. Bell, such den Raum ab. Hastings, reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Er hat zum vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Oh, super. Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Ach du Scheiße. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden.
Zeit zu gehen, nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Bewegung! Bewegung! Los, Bewegung! Massenweißverstärkung greift diese Anlage ein! Oh, ich habe gar keinen gesehen. Ich habe einfach blind darauf losgeschossen, weil ich dachte, komm, ich schaff's. Zeit zu gehen, nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Bewegung! Bewegung! Adler, massenweise Verstärkung kreist diese Anlage Bitte ein. Vor! Was machst du denn auch? Vorsichtig hier durchgucken. Jetzt sind draußen plötzlich alle weg, oder was? Geil. Oh, Entschuldigung. Ich habe ein VIP gesichtet. Südliches Dach. Vielleicht Perseus. Er steigt in eine Serie. Fenster! Durchs Fenster! Auf geht's! Los, Bell! Ich bin hinter dir! Scheiße! Der Heli ist entkommen! Vergiss, Perseus! Egal! Größere Probleme! Skyhook, wir wurden Wir stecken hier fest! Sichtkontakt wartet nicht auf uns! Nehmt den Skyhook! Bitte vor! Haben Sichtkontakt! Zieht das Geschirr fest! Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind! Ankunft in 2 Minuten! Vorsicht, Park! Da sind Scharfschützen auf dem Dach! Verstanden! Schalte die Scharfschützen aus. Ich bin doch schon dabei. Wir sind überall. Kontrollierte Salvenlaser. Wir haben kaum noch Munition. Nee. Du bleibst da, wo du bist. Weißt du was, Lazar? Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für diesen Drink. Keine falschen Versprechen, Park. Aber nicht diese Pferdepisse, die du trinkst. Ich will einen richtigen. Bereithalten! Sie kommen! Ich teile ja gerne, aber so nicht, meine Freunde. Keine falschen Versprechen, Park. Aber nicht diese Pferdepisse. Gibt's nichts Schwereres hier? Ich will einen richtigen Drink. Bereithalten. Gibt es. Sehr gut. Und tschüss. Boom! Dunk. Eins zu hoch. Mir geht die Munition aus. Wo bleibt das Flugzeug? Eine Minute. Konzentrier dich, Lazar. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, gehen die Drinks auf dich. Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Mein Gott. Wir wissen es sehr zu schätzen, Skyhook. Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. Den treffe ich noch. Bestätigt. Wir räumen jetzt das Dach. Guter Treffer. Guter Treffer. Feuerin. Ich glaube. Sehr gut. Bereithalten für Evakuierung. Keine weiteren Chancen. Verstanden, Skyhook. Ich sehe das Flugzeug. Park, wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Wir machen das nacheinander. Bell, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! Ja, ja, ich wieder. Ich nehme mir aber erstmal eine schöne Waffe mit. Los geht's. Kann nur lustig werden. In Deckung!
Scheiße. Oh, fuck. Meine Beine! Kontakt in 10 Minuten 10. Komm nicht! Ans Geschirr! 7, 6, ist sicher sie. Nein! Wir konnten nur einen retten. Sie war schwerer verletzt als er. Und er wird's aushalten. Das war ein verdammtes Fiasko. Man muss mit den Infos arbeiten, die da sind, nicht mit denen, die man gerne hätte. Wir haben da unten die Zeche gezahlt. War es Els Schuld? Keine Ahnung, wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Perseus nicht eine einzige scheiß Atombombe hat, sondern Dutzende. Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Findet sie raus, wo er das Aktivierungssignal senden will. Und wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bell müsste wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster. Schreiben Sie Edler noch nicht an. Der Mann hat viele Asse im Ärmel. Tja, es war doch nicht der letzte Part, Leute. Es geht weiter. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Komm schon. Nur noch ein Stück. Jo. Oh. Uns geht's nicht so gut. Sims, hol die Trage. Okay, sie hat überlebt. Belle. Ich glaube, ich schulde dir was. Definitiv. Oh, Scheiße. Wir verlieren noch viel mehr als Lazar, wenn wir unseren nächsten Zug nicht richtig durchführen. Du musst noch unbedingt für einen Einsatz durchhalten. Ich verlasse mich da auf dich, Bell. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle. Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Bell. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Das warst du schon immer. Und warum? Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Intrazerebral, was? Injektionen ins Hirn könnten Krämpfe verursachen. Oder Schlimmeres. Ah! Verdammt! Durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Nein! Nein! Ah! Die Erinnerungen sollten sofort einsetzen. Bell, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt, Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Ich hab so Gänsehaut. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Los! So, nächster Part geht's hier weiter. Boah, ist das spannend. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao!